Hey Leute, hier habe ich euch jetzt mal wieder Valkyr mitgebracht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nicht verstehen, warum Valkyr immer noch so viel Hass abbekommt. Ja, ich habe sie am Anfang nach dem Rework auch nicht gemocht, aber nach dem Rework hat sie nochmal ein kleines Rework, beziehungsweise noch eine kleine Anpassung bekommen und seitdem ist sie auf einem Stand, dass sie absolut okay ist. Also von daher, der ganze Hass, den dieser Frame abbekommt, ist absolut ungerechtfertigt. Valkyr ist ein super guter Warframe, macht super viel Schaden, man kann ihn in sehr, sehr vielen Situationen benutzen und ja, ich weiß nicht, warum man diesen Frame nicht mögen sollte, also hat alles, um super gut zu sein. Ich persönlich benutze eine Kombination aus der 2, 3 und 4 und ich weiß, es gibt nur ein paar Leute, die ein reinen Kriegsschrei-Bild benutzen, aber das mag ich persönlich ja absolut gar nicht, weil ich keinen großen Nutzen da drin sehe. Da haben wir bessere Support-Warframes als Valkyr. Von daher habe ich euch jetzt nur ein Bild vorbereitet, das ist halt mein Ulti-Bild und bei einer Valkyr gibt es einfach nichts Besseres als ein Ulti-Bild. Selbst Level 150er Heavy Gunner können wir One-Hitten. Also ich bitte euch, kommt schon. Da kann ein Kriegsschrei-Bild nicht mithalten. Ja, falls ihr einen kompletten Guide braucht, bitte schaut euch mein letztes Video, meinen letzten kompletten Guide zu Valkyr an. Der ist eigentlich noch vollkommen aktuell, bis auf die Ulti. Die wurde jetzt ein kleines bisschen verändert, hat schon einen etwas größeren Einfluss auf die Spielweise, aber ich kann es euch mit ein paar einfachen Worten beschreiben. Die Ulti verbraucht jetzt jede Sekunde mehr Energie. Was bedeutet, wir fallen relativ schnell wieder aus der Ulti raus. Also ich glaube, länger als 100 Sekunden sollten wir eigentlich nicht durchhalten. Wir haben immer noch diesen roten Kreis um uns rum. Wenn ein Gegner in diesem roten Kreis drin ist und unsere Fähigkeit deaktiviert wird, bekommen wir einen Prozentsatz des abgefangenen Schadens auf einen Schlag. Bedeutet, wenn wir gut Damage bekommen haben, sind wir dann One-Hit. Ihr seht gerade, der Kreis wächst die ganze Zeit an. Aber für jeden gekillten Gegner schrumpft dieser Kreis um einen Meter wieder. Und wenn ihr gerade mal unten rechts hinschaut, seht ihr eine Prozentanzeige und dass meine Energie immer schneller abnimmt. Das heißt, sobald es bei 100% ist, haben wir den maximalen Energiedrain pro Sekunde erreicht. Und selbst das finde ich immer noch vollkommen okay. Also jetzt wird es schon langsam ein bisschen schneller, aber auch bei 100%, schaut es euch an, damit kann man noch spielen. Also es gibt absolut keinen Grund, diesen Frame als tot zu bezeichnen. Ich bitte euch. Die nächste Sache ist, was ist die nächste Sache? Irgendwas wollte ich noch sagen. Mist, ich hab's jetzt wirklich vergessen. Ach ja. Was wir wissen müssen. Wir müssten oder sollten jetzt vielleicht theoretisch öfters mal aus der Ulti raus nochmal neu reingehen, damit wir halt eben den Energieverbrauch gehandelt bekommen. Heißt, der einzige Unterschied zu früher ist es jetzt eigentlich, dass wir ein bisschen drauf achten müssen, nicht direkt neben den Gegnern zu stehen, wenn wir aus der Fähigkeit rauskommen und dass wir entweder dann Energieplättchen legen oder einfach eine Trinity im Team haben. Und schon ist Valkyr wieder genauso gut, wie sie früher war. Also es gibt wirklich keinerlei Grund, diesen Frame als schlecht oder als schlechter zu bezeichnen als vorher. Naja, vielleicht ist er ein bisschen schlechter, weil vorher konnten wir ja wirklich permanent drin bleiben in der Ulti. Und jetzt müssen wir halt, wieso hört die Energiefarbe die ganze Zeit auf? Jetzt müssen wir halt eben manchmal rausgehen, aber kommt schon. Valkyr ist immer noch super mega stark, also jeder, der was anderes behauptet, sorry, aber nee, es ist nicht so. Gut, warum benutzen wir die 2? Zeige ich euch mal die Ulti. So, normale Angriffsgeschwindigkeit. Mache ich die 2 an, bin ich schon mal so schnell. Und darauf kommt nachher nochmal Berserker. Und warum interessiert uns jetzt Paralyse? Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn wir in der Nähe von Gegner sind und die Paralyse machen, wird der Gegner offen für Finisher. One-Hit. One-Hit. Es wird sehr, 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 sehr lange dauern, in einen Bereich reinzukommen, in dem wir die Gegner mit einem Finisher nicht mehr one-hitten. Also, damit schalten wir dann die wirklich, wirklich starken Gegner aus. Und falls ihr euch gerade fragt, warum ist der unsichtbar? Das ist die zweite Sache. Man kann Valkyr mit dem Naramon-Fokus kombinieren. Bedeutet, für jeden Crit, den ich mache, werde ich unsichtbar. Ihr seht's, ich schlage einmal zu, ich bin unsichtbar. Und ich bleibe jetzt auch unsichtbar. Das hier ist ein Level 150er Heavy Gunner mit Rüstung. Die haben einen ordentlichen Damage Reduce.
So, nur mal als kleines Beispiel. Sagen wir mal, wir schnetzeln uns durch eine Horde von Trash-Gegnern, korrumpierte Schlechter. Nur damit ihr seht, dass wir den roten Kreis auch noch unter Kontrolle haben. Ich fülle jetzt einmal meine Energie auf. Mal ganz davon abgesehen, dass wir überhaupt keinen Schaden bekommen oder ganz wenig Schaden bekommen, wenn wir hier unsichtbar uns durch die Gegend schnetzeln, seht ihr auch schon gerade, dass dieser Kreis eigentlich nicht wirklich anwächst, weil ich so schnell meine Gegner töte. Und er kann leider nicht kleiner als 5 Meter werden, aber wenn ihr euch durch eine normale Map durchschnetzelt, wird er auch nicht viel größer als 5 Meter. Von daher, who cares? Ich habe, wie gesagt, ein Bild für euch vorbereitet und das ist dieser hier. Ätzende Projektion, weil es allgemein am besten ist. Kraftvolle Trift, flüchtige Stärke, blinde Wut, damit wir schön viel Stärke haben und unsere Fähigkeit richtig Damage drückt. Engstirnig, Prime Kontinuität für minimale Energiekosten, genauso flüchtige Expertise und Stromlinie. Das Schöne ist, die beiden Mods skalieren noch auf ewiger Krieg drauf, was bedeutet, wir müssen den Kriegsschrei selten nachcasten. Und Prime Fluss, einfach damit wir einen schönen Energiepool haben, gerade in Kombination mit Trinity. Wir machen einen Energievampir, unsere Energie ist direkt auf Max oder nach spätestens 2. Ja, und dann können wir einfach mal wieder ewig lang in der Ulti drin bleiben. Nur um euch zu zeigen, dass ich da keinen Blödsinn rede mit, wir bekommen fast keinen Damage, wenn wir in der Ulti drin sind und den Naram und Fokus dabei haben. Kommen wir die Sturmsoldaten, 20 Stück, KI einschalten, simulieren. Jetzt der erste Moment ist ein bisschen kritisch, bis ich unsichtbar werde. So, wir haben ganze 40 Damage von den 150er Gegnern bekommen. Jetzt könnte ich rein theoretisch die Ulti ausschalten, sie wieder einschalten. Jetzt habe ich gar kein Damage mehr. Und während ich das gemacht hatte, war auch kein Gegner in meiner Reichweite. Das heißt, ich habe nicht mal diese 40 Schaden bekommen. Nur für die, die behaupten, mit Valkyr stirbt man, sobald man die Ulti ausmacht. Also, ist Blödsinn. Man muss einfach nur wissen, wie man diesen Frame richtig spielt. Ich muss gestehen, ich habe ihn seit dem Change jetzt auch nicht mehr groß angerührt. Aber es liegt nicht daran, dass Valkyr jetzt schlechter ist als vorher, sondern einfach, dass wir so viele andere Frames haben und ich keinen Grund hatte, Valkyr momentan zu spielen. Das ist der einzige Grund. Der Frame ist immer noch absolute Klasse. Alternativ für die ätzende Projektionsaura kann man auch stählerner Ansturm reinmachen für mehr Nahkampfschaden, man könnte wachsende Macht reinmachen für mehr Stärke, aber da wir Befallene haben mit Rüstung und Grenier haben mit Rüstung, ist ätzende Projektion einfach bei 2 von 3 Fraktionen einfach am besten. Von daher lasse ich es einfach immer drin. Primärwaffe vollkommen egal, Sekundärwaffe vollkommen egal, Nahkampfwaffe vollkommen egal, die Mods, die wir in der Nahkampfwaffe drin haben, nicht egal. Begleiter, den wir dabei haben, vollkommen egal. Da würde ich wahrscheinlich Helios nehmen, damit wir Gegner scannen können. Aber an sich ist es wirklich vollkommen egal. Mods, die wir in der Nahkampfwaffe drin haben, das ist jetzt wirklich, wirklich schwer. Ich habe 3 oder 4 Builds gefunden und ja, es ist schwer zu sagen, welcher Build am besten ist. Also, ich schwanke zwischen 2 Builds auf Platz 1 und ein Build, der auf Platz 2 ist. Mein Bild, den ich jetzt benutze, wäre dieser hier. Fieberschlag, Schockberührung für Korrosionsschaden, schmelzender Einschlag für Feuerschaden. Also hier haben wir jetzt Rüstung und Fleisch abgedeckt, also allgemein am besten. Ausweider, gehärteter Stahl für Crit, weil wir haben eine 50% Crit-Chance, also top. Berserker ist die ganze Zeit bei 75%, also sogar besser als Primed Raserei. Primed Druckpunkt, muss ich wohl nichts dazu sagen. Letzte Berührung. Damit wir mehr Finisher-Schaden machen. Das Entschuldigung. Das benötigen wir wirklich nur. Nur wenn wir in den ganz, ganz hohen Levelbereich vorstoßen. Ansonsten ist letzte Berührung absoluter Overkill. Das kann ich euch direkt schon mal sagen. Falls ihr das nicht haben wollt, diesen Overkill, sagen wir, ihr spielt nur bis Level 4-500, da braucht ihr letzte Berührung nicht. Da macht ihr dann einfach Zustandsüberladung rein. Macht ihr das raus, der hier rüber, hier Zustandsüberladung rein. Ah, okay, bräuchte ich jetzt gerade einen Punkt mehr. Aber ich habe halt eben im Kopf, dass wir mit Valkyr jetzt sogar in den extremst hohen Levelbereich vorstoßen können und deshalb auch noch Zustandsüberladung reinmachen könnten. Unsere Ulti hat eine Statuschance von 10%. Trotzdem, ohne Doppelmods haben wir jede Menge Procs und es reduziert die Anzahl an Treffern, die wir pro Gegner benötigen, doch schon um einiges. Ich habe es getestet gegen 4 Level 150er Heavy Gunner. Ohne Zustandsüberladung 65 Treffer, mit Zustandsüberladung 50 Treffer. Also 50? Ja, es waren 50 Treffer, ganz genau.
Also, es macht schon einen Unterschied, aber es ist jetzt kein Must-Have. Vor allen Dingen, wenn wir die richtig starken Gegner mit Finisher ausschalten wollen. Alternativ haben wir noch ein paar Mods, die man reinmachen könnte. Man könnte reinmachen Driftende Berührung. Das ist, glaube ich, der einzige Dauer-, also Combo-Dauer-Mod, den man hier reinmachen kann. Ist auch eine sehr gute Wahl. Man könnte auch noch theoretisch Berserker rausnehmen und stattdessen den anderen Grundschadensmod reinmachen. Na, immer vertipp ich mich. Hier den verdorbenen Schlag. Dadurch werden wir halt eben nochmal langsamer. Oder wir nehmen jetzt Driftende Berührung raus, machen da dann wieder Berserker rein, sind dann natürlich auch noch langsamer als gerade eben und haben keinen so schönen Combo-Counter. Aber, naja, ihr müsst da einfach rumspielen und rausfinden, was für euch am besten ist. Mir persönlich hat jetzt eigentlich dieser Finisher-Build sehr gut gefallen. Einfach, wenn wir mal wirklich in diesen hohen Levelbereich vorstoßen sollten, dass selbst da die Gegner immer One-Hits sind. Das andere wäre gewesen, dass wir rein auf Zustandsüberladung gehen und dann sowas ausprobieren. Habe ich jetzt drin ansteckende Plage, bösartiger Frost für Viralschaden, gegnerische Leben ist halbiert und schon mal einen Statuseffekt hierfür, dann vulkanische Schneide, noch einen Effekt hierfür und noch mehr Statuschance, die beiden Crit-Mods, Prime-Druckpunkt und Berserker. Und das Schöne ist, wir haben halt eben noch jede Menge Grundschadenstypen, die auf die Gegner draufgebrockt werden. KI pausieren, weg damit, Heavy Gunner her damit. Nur damit ihr mal seht, wie viele Statuseffekte wir auf den Gegner dann überhaupt drauf haben. Moment. So, Einschlagsschaden, Durchschlagsschaden, Feuerschaden, Feuer- und Schnittschaden, Viralschaden. Ihr seht's einfach, worauf ich hinaus möchte. Wir brocken ziemlich viel, aber ich habe es jetzt gerade bei diesen Heavy Gunnern getestet, weil sie so wenig Damage bekommen wegen ihrer Rüstung. Und ich muss sagen, dieser Zustandsüberladung-Bild hat für die Heavy Gunner mehr Treffer benötigt, zumindest bei 4 Heavy Gunnern, als mein Nicht-Zustandsüberladung-Bild. Bei einem einzigen Heavy Gunner war der Zustandsüberladung-Bild besser, aber sobald unser Combo-Counter höher geht, skaliert dieser mehr Damage anscheinend besser als unser Zustandsüberladung-Bild. Zumindest bei dem, was ich jetzt getestet habe. Also, worauf ich hinaus möchte. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, die Waffe für die Walkür zu modden. Man muss halt eben nur wissen, was man haben möchte. Zum Beispiel, wollen wir jetzt hier keinen Finisher haben? Könnten wir drauf verzichten? Oder wir könnten rein theoretisch auf Berserker verzichten und dann hier Zustandsüberladung reinmachen. Wir sind dann zwar langsamer, aber theoretisch immer noch schnell genug. Gehen wir mal zu den Gegnern hin. Töte Gegner. Ist auch noch vollkommen okay. Wenn wir bedenken, dass unser Damage dafür jetzt nochmal viel, viel höher ist als vorher. Wenn wir mal brocken. Was wir eigentlich immer noch mehr als genug machen. Zum Beispiel, der hat gerade 2 Effekte drauf. Der hat jetzt leider nichts drauf. Also, man kann auch Hybrid-Builds dazwischen machen, zum Beispiel jetzt noch ein paar ein oder zwei Doppelmods reinmachen. Kommt halt eben immer drauf an, was wir gerade machen wollen. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Jeder Build ist für eine Situation am besten und allgemein kann ich euch eigentlich nichts sagen. Beziehungsweise, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, was ich bevorzuge, dann wäre es wahrscheinlich dieser Build oder dass wir letzte Berührung rausnehmen und stattdessen Zustandsüberladung reinmachen. Aus dem ganz einfachen Grund, dass das hier Overkill ist. Oder dass wir jetzt hier Driftende Berührung reinmachen, damit wir einen längeren Combo-Counter haben und nicht die ganze Zeit wieder bei Null anfangen müssen. Was natürlich auch nochmal schön ist, weil dann hier mehr Status, dann könnten wir hier theoretisch Berserker raus, Zustandsüberladung rein. Also, ihr seht schon, sehr, sehr flexibel. Macht einfach da, was euch am besten gefällt. Aber bedenkt, Akolyten-Mods funktionieren nicht auf der Waffe von der Walkür. Joa. Wächter, kann ich euch eigentlich nichts groß empfehlen. Müsst ihr halt eben wissen, was ihr gerade braucht.
Vielleicht die Riga für mehr Damage, Helios zum Gegner scannen. Was ich euch empfehlen kann, ist halt den Naram und Fokus dabei zu haben, damit wir unsichtbar sind. Und dann bekommen wir auch eigentlich fast nie Damage ab. Beziehungsweise wir gehen regelmäßig aus unserer Ulti raus und wieder rein. Energie sollte normalerweise kein Problem sein. Ansonsten Trinity, Energieplättchen haben wir alles dabei. Und viel mehr kann ich euch zu Valkyr nicht sagen. Valkyr ist nach wie vor ein super starker Warframe. Wir können damit die Gegner one-hitten. Wir machen Damage wie blöd. Ist einfach klasse, der Frame. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir bitte ein Abo und ein Like da und bis bald.